Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des CSGO Adventskalenders 2018. Und heute heben wir dann auch schon Türchen Nummer 5 auf. Und siehe da, es gehen 4 Preise raus heute. Und zwar wären das zweimal, also 2 Keys und 2 Skins. Und was genau, das erfährt ihr jetzt. Okay, Preis Nummer 1 wäre ein Hydra Key. Dann Preis Nummer 2 wäre ein Clutch Key. Zweimal die 2 Keys. Dann Preis Nummer 3 wäre dann... Was ist da oben? So, der Galil, ah ja, Chatterbox in World 1. Und zu guter Letzt, Preis Nummer 4 wäre heute eine AWP Mortis. Aber ich finde sie gerade nicht. Ah, hier. AWP Mortis in Field Tested. So, die Gewinner von gestern setzen ja heute wieder aus und die von heute setzen dafür dann morgen aus. Und bevor wir jetzt auch die Gewinner ziehen, möchte ich kurz nochmal für die Leute, die heute zum ersten Mal einschalten, kurz erwähnen. Der CSGO Adventskalender ist ein Format, das was ich heuer schon zum dritten Mal mache, beziehungsweise nicht heuer, aber in den letzten 2 Jahren habe ich das auch schon mal gemacht. Es ist ein Format, wo ich von 1. bis zum 24. Dezember täglich Skins vergebe. Es sind am Tag 3 Stück, also 3 Preise. Und es ist eine Gesamtvalue von $400 über die 24 Tage verteilt. Am 24. Dezember gibt es dann als Hauptpreis noch ein Bowie Knife Knight in Minimalware mit einer relativ guten Float und sieht so gut wie keine Scratches, also hier halt auf der Blade. Und ja, um morgen mit dabei zu sein, müsst ihr einfach ein Abonnent meines Kanals sein, dieses Video hier positiv bewerten, einen Kommentar unter diesem Video schreiben und dann seid ihr bei der morgigen Ziehung mit. Aber das werde ich dann zum Ende des Videos Ihnen nochmal erklären. So, ja genau, die Gewinner ziehen. Heute muss das Ganze ein bisschen schneller vonstatten gehen, weil es schon relativ spät ist. Es ist eigentlich später als sonst. So, der erste Preis war ja der Operation Hydra Key. Der geht raus an Flown 01. Nice video mate. GG an die Gewinner. Doppelpunkt D. Glückwunsch Flown, du bekommst mal den ersten Preis. Ist so. Preis Nummer 2 ist der andere Key, der Clutch Key. Der geht raus an den. Quark HD. Quark HD. Ich hoffe, ich gewinne auch mal. Bin schon lange dabei. Mach weiter so. Quark HD, ich bin schon lange dabei. Glaubt Troll wer. Bin mir nicht sicher, ob du schon so lange dabei bist. Auf jeden Fall habe ich dich in den Kommentaren jetzt noch nicht gesehen, glaube ich. Also der Name kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Aber Glückwunsch an dich, du bekommst den Clutch Key. So, dann Preis Nummer 3 war ja die Galil Chatterbox in Valron. Und die geht raus an den Luca Kurt. Alles Gute. Nein, alles gut bei dir, so nicht gut, das lese ich schon Bullshit. Glückwunsch an dich, Luca, du bekommst die Chatterbox. Und die AWP Mortis in Field Tested. Der letzte Preis, der geht raus an den Syrkadal. Viel Glück an alle. Syrkadal, das ist ein Boy, der ist schon länger dabei, den kenne ich. Der war letztes Jahr beim Adventskalender schon dabei und ich glaube sogar auch schon vor 2 Jahren, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Letztes Jahr war der Boy auf jeden Fall schon dabei. So, erstmal auch Glückwunsch an dich. Die Gewinner werde ich alle unter den Kommentaren des letzten, also des gestrigen Videos kontaktieren. Dort antwortet ihr mir dann einfach mit eurer Trade URL und dann bekommt ihr die Skins und Keys im Laufe der nächsten paar Stunden. Wie schon vorher gesagt, gebt diesem Video einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar unter diesem Video, dann seid ihr bei der morgigen Ziehung mit dabei, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert habt, ganz wichtig. Und bevor ich dann das Video auch noch beende, gibt es noch eine kurze Eilmeldung. Und zwar, CSGO hat am 3. Dezember etwas getweetet. What are you doing Wednesday? Also, viele von euch wissen vielleicht, oder wissen vielleicht schon, je nachdem, keine Ahnung. Am Mittwoch ist ja normalerweise immer so der Patch Day bei CSGO. Das ist halt immer so der Tag, wo halt dann meistens neue Kisten dazu kommen oder vielleicht mal irgendwo eine Maps, vielleicht was geändert wird, aber wenn halt immer ein Update in CSGO kommt,
dann ist es meistens im Mittwoch. Normalerweise machen die da halt keine großen Ankündigungen oder sagen halt jetzt nichts wirklich Bescheid. Man hat halt hier nur ein Update am Mittwoch, hat hier vielleicht ein paar Mbits zum Downloaden, fertig. Die haben halt irgendwelche Bugfixes und so. Nur diesmal haben sie halt hier einen Tweet geschrieben. Und momentan eskalieren viele Leute. Ich meine, Trilux hat ja dazu schon ein Video gemacht. Weiß nicht, ob das von euch wer gesehen hat. Aber ich bin da mal gespannt, was da heute so kommt. Vielleicht, wenn es wirklich was Krasses ist, ich glaube, also dass eine Operation rauskommt, glaube ich jetzt eher weniger. Es wieder, viele Leute gehen ja davon aus, dass es ein Battle Royale Modus kommen wird, dass der heute wahrscheinlich kommen wird. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Es gibt, also es wurden ja, ich verlinke euch einfach das Video von Trilux dazu in der Infobox, dann könnt ihr das Ganze halt, der erklärt das ziemlich gut. Ich habe mir das ganze Video selber noch nicht angesehen, weil ich gerade erst von der Arbeit nach Hause gekommen bin. Aber Jungs, ich glaube, da kommt was Großes. Wenn wirklich was Großes kommt, dann kann es vielleicht passieren, dass ich dazu dann auch noch ein Video mache. Aber mal gucken, was da kommt, wann das kommt und jo. Aber wenn man hier schon mal so guckt, ne? 3500 Antworten unter den Tweet, 3800 mal retweetet und 25.000 mal geliked. Und das mit den anderen Tweets von CSGO halt so vergleicht, das ist ziemlich viel, also der Tweet. Macht die Runde. Dann wünsche ich euch für den morgigen Tag nochmal viel Glück und sage nochmal noch Ciao und bis morgen, euer Alex.